Hallo und guten Abend zu RTL Aktuell. Aufatmen in New York. Die Entführung der Lufthansa-Maschine Chemnitz ist vor gut 1,5 Stunden unblutig zu Ende gegangen. Der Entführer des Airbus hat sich nach der Landung auf dem New Yorker Kennedy-Flughafen ergeben. Alle 104 Insassen blieben unverletzt. Patrick Zeilhofer fasst zusammen. Um 21.52 Uhr mitteleuropäischer Zeit war die Chemnitz in New York gelandet. Spezialeinheiten der Polizei und des FBI waren in Stellung gegangen. Durch die Vorder- und Hecktüren stürmten Polizisten in das Flugzeug. Dort ergab sich der Luftpirat. Mit erhobenen Händen verließ er kurze Zeit später die Maschine, die er fast 11 Stunden in seiner Gewalt hatte. Danach kamen die Passagiere aus dem gekaperten Airbus. Der 32-jährige Entführer namens Surye Farazijat ist Somalier. Er besaß einen norwegischen Fremdenpass. In Norwegen und Deutschland hatte er vergeblich um politisches Asyl gebeten. Nun wollte er seine Einreise in die USA erzwingen. Offen bleibt, wie er die Waffe an Bord der Maschine schmuggeln konnte. Den ganzen Tag lang hielt uns die Entführung der Chemnitz in Atem. Die 104 Insassen waren insgesamt 11 Stunden an Bord der Maschine. Begonnen hatte alles in Frankfurt. Flughafen Frankfurt am Main, Donnerstagvormittag. 94 Fluggäste gehen an Bord der Chemnitz, eines Airbus vom Typ A310-300. Ihr Reiseziel Äthiopien, Addis Abeba. Planmäßig um 10.45 Uhr hebt die Maschine ab. Gegen 11.20 Uhr tritt der Entführer in Aktion. Die Maschine fliegt gerade über Österreich. Mit einer Pistole im Anschlag befiehlt er dem Kapitän, in Richtung Norden zurückzufliegen. Um 12.12 Uhr landet die Maschine auf dem Flughafen Langenhagen in Hannover. Spezialeinheiten der Polizei riegeln unauffällig das Flugfeld ab. Über den Piloten nimmt der Entführer Kontakt zum Tower auf. Mit der Drohung, Passagiere zu erschießen, erzwingt er das Auftanken der Chemnitz. Schließlich bekommt er auch die Starterlaubnis. Über ein Seil werden dem Piloten die neuen Flugunterlagen gegeben. Um 13.44 Uhr hebt die Maschine ab. Das Motiv des Entführers ist offen. Unser Reporter Peter Klein befindet sich am John F. Kennedy Flughafen in New York. Weiß man schon etwas über die Gründe des Geiselnehmers, Peter? Nein, über die Gründe weiß man noch nichts. Hier findet im Moment gerade eine Pressekonferenz statt. Über die Gründe, seine Beweggründe ist noch nichts gesagt worden, aber ein interessantes Detail. Er hat sich ergeben, er war ganz friedlich nach der Landung. Er hat dem Piloten seine Waffe übergeben und zwar ganz deutlich hat er sie gezeigt vor dem Fenster, sodass die draußen wartenden Polizisten das Spezialeinsatzkommando sehen konnte, dass er sich entwaffnet. Er hat dem Lufthansa-Kapitän eine Mütze übergeben mit einem Zettel drin, hat gesagt, tschüss, das war's, das ist für dich. Und dann ist er herausmarschiert, mit den Händen verschränkt hinter seinem Kopf und hat sich ergeben. Peter, wie geht es denn den Passagieren? Den Passagieren geht es soweit gut. Das heißt, es sind keine äußeren Verletzungen, aber natürlich seien sie in großen Angst und Schrecken versetzt worden. Sie waren unter großer psychischer Anstrengung. Einige stehen unter Schock. Ein Passagier musste auch herausgetragen werden aus dem Flugzeug, aber zumindest äußerlich gibt es keine Verletzungen. Peter, was passiert denn jetzt mit dem Entführer? Nun, der Führer ist jetzt festgenommen worden. Er wird im Moment gerade vom FBI verhört und wird dann hier wohl vor Gericht gestellt. Vielen Dank, Peter Klein, nach New York. Und nun geht es weiter, und zwar mit der Sicherheit an Flughäfen. Die Entführung der Lufthansa-Maschine beweist mal wieder, dass sich die Sicherheitssysteme an Flughäfen überlisten lassen. Wie die Kontrollen auf dem Frankfurter Airport aussehen, schildert Tina Soliman. Knapp 100.000 Bundesgrenzschutzbeamte sorgen für die Sicherheit des zweitgrößten Flughafens in Europa. Rund 100.000 Passagiere werden hier täglich abgefertigt. Doch für die Sicherheit der Passagiere gilt, die besten computergesteuerten Röntgenanlagen sind nur so gut wie der Mensch, der sie bedient. Er muss versteckte Waffen erkennen. In Amerika gibt es bereits Thermoneutronenanlagen, mit denen auch Plastiksprengstoff sichtbar gemacht werden kann. In Deutschland hat man diese Geräte bisher nicht. Die Passagiere des Lufthansa-Fluges LH592 nach Addis Abeba wurden heute gleichzeitig mit Gästen von 4 anderen Flügen kontrolliert. Dabei bleibt die Frage offen, ob die Sicherheit bei diesen Massenkontrollen noch gewährleistet ist. Und nun weitere Nachrichten aus dem Inland. Im Schweriner Landtag kriselt es seit Wochen. Heute platzte die Bombe. Der Regierungschef von Mecklenburg-Vorpommern, Bernd Seinte, entließ seinen Innenminister Lothar Kupfer. Long speech, talking about the victims, quoting from the Bible and setting a tone to remind Americans that we have more than